Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute wieder, wie man sieht, auf dem Testserver. Heute mit Kamera mal, weil die Leute gesagt haben, sie wollen wir mal sehen. Und was mich gleich mal erstaunt hat, hat ein PTS, was mir ein bisschen angekotzt hat, gebe ich mir ehrlich zu, man hat uns die eigenen Charakter resettet. Also ich kann jetzt nicht das Set spielen, was ich will. Man hat schon vorab eingegriffen, denn eigentlich sollte heute und morgen noch dieses Kenley College sein, das was ich jetzt auch spiele, also diese Expedition. Nur hat man die Charakter alle, ja, man hat uns die Charakter eigentlich gelöscht, unsere am PTS, und hat uns irgendwie komische Sets gegeben, wo ich auch schon gesehen habe, die wissen anscheinend selber nicht, was ihre Sets können, weil die machen überhaupt keinen Sinn. Und auch hier, ich kann hier mit diesen einen Set spielen, wo ich schon diese Handschuhe habe, diese BT-Datenhandschuhe, die haben elementares Gerät drauf, durch Fertigkeiten zugefügte Statuseffekte gewinnen 100% Statuseffektdauer und 30% Fertigkeiten-Tempo, Energieinfusion und geladene Helfer. Diese Sets, was man hier spielt, sind reine gelbe Sets im Moment. Ich will das aber eigentlich nicht. Also man zwingt uns jetzt schon wieder zu Sachen, die man nicht will. Finde ich eigentlich nicht okay. Also ich sag so, wie es ist. Nervt mich ein bisschen, weil meine ganzen Waffen sind weg. Ich habe hier nichts mehr, also von den Sachen, die ich gern spielen würde. Ja, weiß ich nicht, warum er das macht. Massiv, das ist also zum Kotzen einfach, sorry. Ich weiß, es ist ein Testserver, aber ich soll ja Sachen testen und ich möchte mit meinen Sets spielen und ich möchte sehen, ob es funktioniert, und ich möchte nicht jetzt hier unbedingt diese Sachen spielen müssen, und vor allem auch mein Fortschritt ist weg, also auch meine ganzen Fortschritte, also ich bin jetzt hier drinnen, aber in der großen Karte, eigentlich sind meine ganzen Fortschritte weg, nervt mich ein wenig, aber naja, egal. Testen wir, Kenley U-Bahn-Station, um das geht's heute, gehen wir zurück eigentlich um das, was es geht in dem Video. Wir gucken uns jetzt in die zweite Expedition, oder beziehungsweise es ist die erste Expedition, aber der zweite Expeditionsstatus, den habe ich gestern schon hochgeladen, da ist aber, so wie ich jetzt sehe, der Fortschritt auch weg, weil ja logisch mein Charakter weg ist. Ich werde es jetzt aber nicht separat spielen, sondern wir gehen gleich zur U-Bahn-Station und gucken uns das mal an, was die kann. Wegen den Sets, wie gesagt, es tut mir halt leid, aber elektronisches Gerät, ja, und man findet halt überall alles. Das habe ich gestern schon alles gesammelt eigentlich, aber egal. Also, ich freue mich eigentlich über die Expedition an sich, aber was mich halt stört, ist wirklich dieses einfache Zurücksetzen und fertig. Also finde ich jetzt nicht so prickelnd. So, und hier muss irgendwo dieser Auftrag sein. Okay. Ich schätze mal hier ist die U-Bahn-Station. Ja. Somit nehme ich mal an, dass es hier irgendwo losgeht. Also ich nehme mal an, ich muss jetzt hier nur runtergehen, schätze ich mal. Muss ich das extra starten? Das finde ich auch komisch gemacht. Weil ich muss es anscheinend, ne, ich gehe nochmal hoch, ich muss das anscheinend wieder extra irgendwo starten. Mal gucken. Also man sieht, außerdem ich bin Weltenrang 1 zum Beispiel, also das finde ich jetzt auch sehr komisch. So, wo muss ich denn hin eigentlich? Da hinten startet das. Und man kann hier nichts markieren, also das sind auch Sachen, die mich ein wenig stören. Weil ich kann ja eigentlich nicht markieren, wo ich hin muss. Aber ich muss hier. Hier ist der Eingang dafür. Ganz, ganz vorne. Hier zeigt er mir den eigentlich an. Aber hier ist nichts. Muss ich zuerst wieder den ersten Teil gespielt haben? Das würde mich jetzt aber dann nerven, wenn ich jetzt nochmal den ersten Teil spielen muss. Aber es sieht so aus. Ich gehe mal runter. Aber es sieht ganz so aus. Man muss erst wirklich wieder den ersten Teil gespielt haben. Ach, ist das kotzig, Alter. Ich geh jetzt nochmal hier runter. Aber es sieht ganz so aus. Denn hier passiert... Nee, hier. Doch, hier. Warum wird es mir oben angezeigt? Na gut, okay. Also, es fängt dann doch hier an. Sorry fürs Rumfluchen, aber ja, komm vor. Na gut, das heißt, ich fange hier an. Oder auch nicht. Story. Auswählen.
Geht los? Links oder rechts? Jemand nicht? Ach, hier, so. So starten. Okay. Nichts drücken, nichts irgendwas, sondern. Okay, ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen klarer mache. Echo in der Nähe. Weil. Das war jetzt ein wenig unlogisch. Tragbares elektronisches Gerät. Okay, ich sammle jetzt aber nicht hier extra alles. Denn. Es ist nur der PTS. Wir schauen uns eigentlich nur diese Quests an. Das Quest-System ist hier wieder genauso. Wir müssen dieses Echo wieder herstellen. Und bekommen wieder 1, 2, 3 Missionsziele. Ja, also wir haben hier drei Sachen. Wir haben hier eingesetzte Militärserver. Wir haben großer Chemikalientank. Und wir haben aufgestellte Sprengfallen. Fangen wir von links nach rechts an. Also wir starten das einfach. Okay, und wir müssen nach links gehen. Siehst du? Okay. Isaac erfasst zahlreiche verschlüsselte Frequenzen. Wenn jede davon zu einer Sprengfalle gehört, ist ganz DC in Gefahr. Okay, aber looten könnte man ohne Ende wieder mal. Ja. Also überall steht Zeug rum. Also wer hier Sachen braucht, ja. Also generell zum Mats farmen, ist es wirklich, glaube ich, echt gut, weil überall liegen irgendwie Mats rum. Überall, also. Es liegt hier überall was rum. So, nach Sprengfallen zündern im Filterbereich. Suchen. Okay, gibt es hier wohl eine Karte? Das sind auch so Sachen. Man kennt sich halt nicht aus, ja, denn hier auf der Karte, so sieht es halt aus. Und hier gibt es auch einen geheimen Raum, eine Vorratstür. Also wie ich die im ersten aufbekomme, weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht mitbekommen und vielleicht schaffen sie im zweiten. Also, mal gucken. Filterbereich. Also man muss halt wirklich alles absuchen und überall wieder irgendwelche Schaltkästen. Ja, hier, guckt mal, ihr könnt hier alles farmen, ne? Das waren wieder Dark Zone Schlüsseln. Es gibt Dark Zone Schlüsseln, Black Task Schlüsseln, Elektronik gefarmt. Wenn ihr habt, hier, guckt mal. Outcast. Ja, Kisten einfach, Outcast Kisten. Ich meine, ich loot halt jetzt alles, mein Inventar ist ja leer. So, okay, wir müssen also im Filterbereich suchen. Filtration Area. No, okay, Filterbereich. Okay, Charles hat es geschafft. Wir sind schon mal im Filterbereich. Und hier auch überall Kisten. Also Kisten ohne Ende in dem Ding, so Filterbereich, sprengen. Also wir sind auf jeden Fall im richtigen Bereich mal. Oh ja. So, und wir spielen jetzt natürlich Sets, die ich natürlich auch nicht kenne. Ja. Also vielleicht sollte ich das mal dann nochmal ändern. Das werde ich gleich mal machen. Weil ich spiele jetzt hier rein Skillbild. Aber gut, das könnten wir dann mal anwählen. Na, eigentlich könnten wir das einmal machen. Und ich habe keine Schildkröte, ne? Denke ich mal. Nö. Ist klar. Das heißt also, es verändert mir komplett meine Spielweise gerade. Weil ich auch nicht das spielen kann, was ich will. Weil normalerweise spiele ich halt Schildkröte. Und das kann ich jetzt nicht wirklich spielen. Aber naja. Guck mal. Macht er den jetzt fertig von alleine? Ja. Da brauche ich fast gar nicht mehr spielen, Alter. Da spielen ja jetzt immer meine Fertigkeiten. Elektronisches Gerät erkannt. Okay. Wir werden aber dann doch das Skillbild ändern. Mal Single Target bringt mir, glaube ich, nicht wirklich viel. Also werden wir dann mal das Bild ändern, wenn wir schon da sind. Ausrüstung. Single. Explosive Skills. Also ich spiele dieses BTSU-Set gerade, ne? Dann muss ich aber nur hier wechseln. Weil ich spiele lieber die Sachen, die ich gern spiele, mag. Ich möchte lieber eine Clustermine spielen. Achso, ich kann die jetzt nicht zurücksetzen, weil alle auf CD sind. Okay. Na gut, weiter geht's. Dann machen wir Terminal benutzen. Zahlreiche unkonventionelle Sprengsätze entdeckt. Alle scharf geschaltet. Die Outcasts scheinen diesen Ort vermint zu haben. Finden Sie den Zünder und schalten Sie ihn aus. Okay. Ich habe auch nicht lange Zeit, ne? Deaktiviert. Ja, komm mal da. Hier ist wahrscheinlich sinniger bei diesen Sachen, so Speed-Sachen, wenn man. Vorrichtung deaktiviert. Alter, guckt euch mal den Turm an, der. Oder mein. Dingens. Meine Fertigkeit macht den fertig. So wie es der letzte da unten.
Also hier macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wahrscheinlich auch zu zweit oder zu dritt zu spielen einfach. Aber es geht doch. Also wirklich so dann komplett Lösungsvideos, die wird es dann erst geben, natürlich wenn es am Live-Server ist. Denn gerade hier im Moment möchte ich eigentlich nur testen, wie es aussieht. Weil Fortschritt kann man ja hier eh keinen machen. Also schreibt es mir in die Kommentare, wie das jetzt, soll ich jetzt schon wirklich das komplett auflösen alles? Oder lösen wir das jetzt wirklich alles auf, wenn es am Server ist, dann am Live-Server? Würde ich wahrscheinlich sinniger finden, denn gerade wenn man es dann live spielen kann und vor allem auch mit anderen Leuten spielen kann, denke ich mal, dass das mehr Sinn macht. So, jetzt mal in meine Suchermine rein. Clustermine. Ja, die mag ich. Ja, ja, ballern auf mich rum. Es sind noch Sprengfallen scharf, Alter. Charles, beeil dich mal. Terminals gesichert. Verteidigung erforderlich. Sprengsatz deaktiviert. Gucken wir mal, ob die Mine was kann. Gucken wir mal. Cluster. Aua, sag mal. Okay, da fliegen die Gegner eigentlich so weg. Ohne die irgendwie angetouched. Na gut, okay, wir spielen es aber auch im Story-Modus, muss ich mal dazu sagen. Muss ich mal ehrlich dazu sagen, jetzt, wir spielen es im Story-Mode. Also glaube ich, ist. Alter, ich bin die Waffe nicht gewohnt, ne? 40 Schuss noch. Und keine Mods drauf wahrscheinlich. Also das war nicht clever, ne? Mir einfach hier ein Set geben zu müssen wollen, was ihr wollt, Alter. Das finde ich eigentlich nicht so okay. Weil. Ich will eigentlich meine Waffen spielen und meine Skills spielen, so wie zum Beispiel eben die Schildkröte. Hat der, der ist auch geschwebt jetzt, oder? Der Typ ist jetzt einmal geschwebt, Alter. Terminals gesichert. Verteidigung erforderlich. Was hier diese Dinger? Und ich habe echt kein CD drauf, ne? Ganz wenig, Alter. Bild, ne? 5 Sekunden, 4 Sekunden, Alter, ich kann permanent. Die ist schon wieder ready gleich, ne? Also, ja, wer jetzt gerne dann Fertigkeiten spielen will, der kann das dann machen. Aber ich denke wohl deswegen, ich habe gar nicht geschaut, wie viel Fertigkeiten Stärke. Aber ich werde es in ein extra Video, glaube ich, mal abhandeln, ne? Weil das ist richtig, richtig okay. Das Einzige, wie man sieht, ich bin nicht gewohnt, ohne Schildkröte zu spielen. So, wie ist denn die nächste Vorrichtung da drüben? Terminals gesichert. Na komm. Was sieht er mich? Ich muss mich halt selbst heilen, das bin ich nicht gewohnt. Nee, das bin ich nicht gewohnt, Alter. Man merkt's. Also heilen, 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 sonst bin ich tot. Das wird echt arschknapp, Alter. Na, ist er darüber? Aua! Das tut natürlich alles weh, Alter. Ja. Aua, 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 aua. Sprengfalle scharf. Also es ist echt ungewohnt, wenn man mal Assets spielt, die man wirklich nicht spielt. Noch eine Sprengfalle, Alter, da oben. Aua! Verteidigung.
Nochmal Cluster rein hier. Mal gucken. Sprengt alle weg. Ja. Okay, Outcast-Führer suchen. Aber so, also diese Missionen, ich finde eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, wie gesagt, diese, die Gebiete sind halt wirklich riesig groß, ne? Und vor allem auch, es gibt hier dann so eine geheime Tür überall. Die Vorratsraumtür, ich habe die bei der ersten Mission nicht aufgebracht. Ich nehme wohl an, dass ich die auch nicht aufbringen werde. Entweder sind die noch gelockt oder so. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, dass die vielleicht nur in höheren Stufen verfügbar sind und nicht in der Story-Mission. Alter, hier, guck mal, lauter Outcast-Kisten überall. Also überall hier Kisten, 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 Alter. Wenn ihr Schlüssel habt ohne Ende, dann ihr könnt hier farmen ohne Ende. Und es ist halt ewig groß, ne, alles. Es ist richtig, richtig groß, was sie hier hergestellt haben. Und vor allem, bis man sich wirklich mal auskennt und wo was ist, ne, es dauert wirklich lange. Und man hat drei Sachen immer zu erfüllen. Ne? Also, das ist jetzt nur der Teil 1 jetzt. Also, ich werde auch nur diesen Teil. Guck mal, wieder eine Outcast, alter Wahnsinn. Die Schlüssel gehen weg wie warme Semmeln, Alter. Aber wie sieht der Loot jetzt generell mal aus? Gucken wir mal auf den Loot. Gillergard. Es ist alles 500 halt. Fertigkeiten, Tempo, Fertigkeiten, Stärke. Ja, aber ich weiß nicht, die haben jetzt nur reinprogrammiert. Irgendwie Sachen, die ich nicht so wirklich brauche. Alles nur gelb, 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 Alter. Ich sehe nur gelb, Alter. Ich habe auch keine, nix, ne? Ne, keine Schildkröte, kein, gar nichts. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, wenn man uns einfach so diese Sets einfach reintut. Oh, hier. Habe ihn doch gefunden. Vor allem, mir fehlt nämlich die Power, wie man sieht, ja. Also, ich habe jetzt überhaupt keine Power. Ja, finde ich halt ein bisschen kacke. Weil mir fehlt richtig die Power. Fehlt richtig die Power auf der Waffe natürlich, ne? Sieht man ja auch. Guck dir das mal an, Alter. Ist ja nix, aber. Alter, mein Turm macht den weg. Echt jetzt? Echt jetzt? Und lila Loot, Alter, das verstehe ich halt nicht. Ist es, weil Story-Modus ist? Lila Loot bei einem Boss. Das verstehe ich nicht. Wieso lila Loot wieder mal? Ich dachte, da gibt's besseren Loot. Oder war das kein Boss? Aber der war doch named, oder nicht? Typ war doch named, oder nicht? Aber gut, es kommt jetzt noch einer. Oh ja, der Drummer war das. Okay, also named Boss, lila Loot. Nice, Alter. Braucht niemand lila Loot, ne? Beim Boss. Gucken wir mal, was die Clustermine mit ihm macht. Alter, echt jetzt? Ja, das ist nicht meine Waffe, ne? Man merkt, das ist nicht meine Waffe, Alter. Komm, muss ich mich mal heilen. Ich habe nichts mehr zu heilen. Super, Charles, Alter, super. Ja, ich merk's gerade. Und ich habe keine Schildkröte. Ganz toll. Wieder lila. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein. Super. Das Ad droppt goldenen Loot und der Boss silbern, lila. Super. Freut mich. Super. Und wie heile ich mich hoch, Alter? Hier ist wieder eine Outcast-Kiste. Ach, hier mal was zum Heilen. Eng, Alter, eng. Wirklich eng. Jo, somit gehen wir zurück zum Echo. Also wir haben ja wirklich viel zu suchen. Es gibt auch relativ viele geheime Räume und so weiter. Aber das zu erkunden, also ich will es jetzt auch nicht in einem Video unbedingt alleine machen. Also ich werde das wahrscheinlich dann definitiv auch mit Leuten aus meinem Clan machen oder auch in Streams. Also, jo, Follow nicht vergessen. Abo nicht vergessen hier, Follow auf Twitch. Weil ich streame macht auf Twitch, wer dabei sein will. Aber, jo. Das war mal der erste Teil von diesen
Von dieser Kenley-U-Bahn-Station. Hier überall. Überall, guck mal. Ihr könnt eigentlich hier überall farmen, was ihr wollt. Dark Zone-Schlüssel, Alter. Ja. So. Und man sieht, ich muss wieder irgendwie hoch. Hier ist die U-Bahn auf jeden Fall. Okay, wir haben die U-Bahn gefunden. Also Kisten und alles ohne Ende. Na, das ist sicher auch eine Quest hier. Diese ganzen Kisten. Also, questtechnisch finde ich es eigentlich sehr gut gemacht. Und man kann es auch alleine spielen, wie man sieht. Also es ist alleine definitiv spielbar. Wichtig ist halt nur, mir wäre wichtig, dass ich es mit meinen Sets spielen kann. Falsche Richtung. Ne, ich muss hier hoch. Also ich würde es halt gerne mit meinen Sets spielen, ja. Also, Raid verfügbar. Raid wurde freigeschaltet. Warum sagst du mir das jetzt? Also ich würde es halt lieber mit meinen Sets spielen, gebe ich mal ehrlich zu, nicht mit denen, denn ja, was sie mir jetzt vorgegeben haben. Und jetzt schließen wir das mal ab. Also, die erste Untersuchung bist du mal fertig. Ich gucke halt auf die Uhr, 20 Minuten, ja. Ja, also bist alleine sicher eine gute Stunde beschäftigt. Ja, also eine gute Stunde. Und halt wegen diesem geheimen Raum weiß ich halt nicht, ne. Also, es gibt diesen geheimen Raum. Wie man den freischaltet, weiß ich noch nicht. Also die Vorratstür ist, glaube ich, eh hier irgendwo wahrscheinlich. Da kann man dann extra reingehen. Also, ja. Schreibt es mal vielleicht in die Kommentare, ob irgendwer schon diesen geheimen Raum war am BTS. Also ich habe es nicht geschafft und ich habe auch nicht gesehen, dass jemand anderer geschafft hat. Also ich war selber sehr erstaunt, dass man da nicht reinkommt. Aber vielleicht ist es Absicht. Vorratsraumtür. Ich kam auch in die andere nicht rein. Also es gibt ja nicht nur Kenley, sondern hier, ich war ja hier auch in der Bibliothek und hier in dem Vorratsraum war ich auch nicht drinnen. Ja. Also das ging auch nicht. Aber vielleicht ist es Absicht. Und zum Schluss gibt es hier noch die Kapelle, letzter Raum. Also es gibt drei Räume, 1, 2, 3 und den letzten Raum, so wie es aussieht. Jo, somit, ich bedanke mich fürs Zugucken. Kommentare, liken, Abo gern gesehen. Schreibt es mal rein, was ihr zu diesen Expeditionen. Und natürlich auch, was ihr sagt dazu, wenn wir hier diese Bild spielen können. Zum Beispiel diese BT-Datenhandschuhe. Also ich finde es halt nicht okay, dass man mir halt meine Dinger wegnimmt. Und vor allem, ich will auch den farmen. Es hilft mir nichts, wenn ich mir den jetzt schon fertig gibt. Oder ich will ja mal gucken, wie es den gibt. Ja, egal. Somit, danke fürs Zugucken. Habe ich schon gesagt, Abo, Liken und so weiter, Kommentar. Somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.